Hello Freaks and Friends und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr wie immer mit dabei seid und ihr habt es schon gelesen. Es ist heute so ein kleines Mix-Video, es geht um einen kleinen oder größeren Haul, den ich euch zeigen möchte. Und gleichzeitig möchte ich euch auch noch die neue Kollektion von Unearthly Cosmetics in Kooperation mit Heather Austin vorstellen. Es ist also so ein Mix-and-Match-Video und ich hoffe, ich kann euch wie immer viel Abwechslung bieten und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst uns anfangen. Wir starten direkt. Also Unearthly Cosmetics ist eine Indie-Brand, eine Make-up-Indie-Brand auf jeden Fall aus den USA. Ich habe auf der Originalseite bestellt, das heißt, euch erwarten neben dem Versand und die Umrechnung von Dollar zu Euro eben halt auch noch der Zoll bzw. die Zollgebühren. Ich habe mir einen Spiegel bestellt, den fand ich schon immer sehr, sehr schön. Hier seht ihr die, ja, die Buchstaben von Unearthly Cosmetics halt, U und C. Das ist ein schwarzer Spiegel, der hat einen sehr schönen Ornamentrahmen, kann man das so nennen. Und ja, hier ist halt der Spiegel, ne? Er ist sehr groß, schaut mal, also da passt mein ganzes Gesicht rein. Der liegt jetzt halt immer hier vor mir auf meinem Schminktisch. Und dann kann ich mich damit immer noch mal zum Schluss ganz gut sehen. Er ist sehr schwer, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte. Es hat mich echt überrascht. Mich eine Palette erreicht, die ich schon immer haben wollte von Unearthly Cosmetics. Und diesmal habe ich dann halt zugeschlagen, zusammen mit dem Launch der Resurgence-Kollektion von Heather Austin und Unearthly. Und das ist die Lore Palette. Hier seht ihr Medusa vorne drauf. Und erstmal ist das Packaging on point, wie ich finde. Das ist wunderschön und verrät euch auch schon zum Teil, was euch drin erwartet. Unearthly Cosmetics ist im Übrigen auch PETA-zertifiziert, wenn mich nicht alles täuscht. Und auf jeden Fall cruelty-free. Das war hier halt in so einer Magnetbox. Und alles war wirklich super, super gut verpackt mit Luftpolster. Sehr, sehr vielen Schichten. Da ist also nichts kaputt gegangen. Alles safe geblieben. Und hier drin ist auch nochmal Schaumstoff, dass das Ganze gut abgefedert ist während des Transports. Und wie gesagt, es ist nichts kaputt gegangen. Das ist die Eyeshadow Palette. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Dass es sich hierbei um eine Eyeshadow Palette handelt? Ich glaube nicht. So sieht sie also aus. Das ist die Umverpackung. Und im Innern erwarten euch 9 kleine, naja, normal große Fännchen, würde ich sagen. Klein sind sie nicht unbedingt. Ihr habt einen Spiegel mit dabei. Und das Ganze besteht aus, ja, Pappkarton, würde ich einfach sagen. Ihr habt hier matt, matt, matt. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier auch ein matter Ton sein. Genau. Und der Rest ist Schimmer. Hier habt ihr einen Schimmerton, hier, hier und diese zwei. Ich kann euch jetzt an der Stelle noch nicht sagen, ob da Multichrome-Töne dabei sind. Ich würde jetzt auf den ersten Blick erstmal behaupten, nein, aber mindestens Duochrome finden wir hier an der einen oder anderen Stelle. Ich habe mir auch noch 3 Lippenprodukte mitgenommen und zwar 2 Liquid Lipsticks. Warum ich gerade so grinse, hat den folgenden Grund. Ich mag die Verpackung einfach total. Schaut euch das mal an. Das sind diese Liquid Lipstick Verpackungen von Unearthly. Und hier oben habt ihr halt wie so eine kleine Weihnachtskugel obendran. Nur, dass es halt keine Weihnachtskugel ist. Sie ist halt gefüllt mit lila Glitterpartikeln und silbernen Sternen. Und ich spiele halt die ganze Zeit damit rum, weil ich das sehr sweet finde einfach. Ihr habt nicht nur Sterne, sehe ich gerade, sondern auch so Halbmonde mit drin. Ist einfach eine Spielerei. Gefällt mir aber total gut. Und wir haben hier 2 grungy, diepe Töne, vor allen Dingen schon für den Herbst. Ich bereite ja gerade schon wieder alles für den Herbst vor hier bei mir. Ich liebe den Herbst einfach, was Schminken angeht. Diese dunklen, grungy, angehauchten Make-up-Looks, dunklere Lippen. Und es macht einfach für mich mehr Spaß, im Herbst Winter-Make-up zu tragen, weil man halt nicht so schwitzt, ne? Ich zeige euch die Töne mal direkt. Das hier ist Diana. Diana. Ich würde es bezeichnen als Grayton. Es ist ein, ja, ein helles Braun, wenn man das noch so bezeichnen möchte. Nudig, grau, braun einfach. Das gefällt mir sehr, sehr gut und der musste auf jeden Fall mit. Die Liquid Lipsticks riechen nach Vanille. I like that. Und hier haben wir noch Mandy. Mandy ist sehr gewagt, muss ich sagen. Das auf die Lippen zu knallen, das ist schon ein ordentliches Statement. Ich würde es als Military Green bezeichnen. Es ist ein richtiger, schlammiger, senfgrüner Ton. So würde ich ihn bezeichnen. Passt mit Sicherheit nicht zu so vielen Looks. Ich bin gespannt, wie der mir überhaupt steht. Aber die Farbe hat mich angesprochen. Habe ich so noch gar nicht in meiner Sammlung. Und diesen Lipgloss habe ich noch mitgenommen. Den wollte ich schon immer haben. Moss. Das ist also ein grüner Lipgloss. Der enthält also grünen Sparkle.
Und den sieht man auch. Den habe ich schon ausprobiert auf den Lippen. Der riecht genauso wunderbar wie die Liquid Lipsticks. Das ist Moss. Er hat eine tolle Textur, wie ich finde. Er klebt nicht. Und man sieht das Grün wirklich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, es ist noch ein bisschen sheerer. Aber nein, man sieht es. Schaut mal. Das ist also Moss. Ich habe mir die gesamte Kollektion natürlich bestellt, nicht nur die Lidschattenpalette, denn Heather Austin ist in meinen Augen eine Göttin. Ich liebe ihren Kanal, ich liebe ihre Looks. Sie macht genau das, wofür ich auch brenne, was Make-up angeht. Sie legt den Fokus vor allen Dingen auf Lidschattenpaletten von Indie-Brands. Sie liebt Schimmertöne, Sparkle, Glitter, Glimmer. Das findet ihr also alles auf ihrem Kanal. Und sie liebt eben halt auch Insekten. Sie hat in ihrem Hintergrund, wenn ihr mal vorbeischaut, Schmetterlinge, wenn mich nicht alles täuscht, zu hängen. Und für all das steht ihre Kollektion und die Shade-Namen sind daran auch orientiert. Das seht ihr gleich. Kommen wir also erstmal zur Umverpackung. Eine riesige, große, magnetische Verschlussbox, kann man es so nennen, in Schwarz gehalten. Mit sehr, sehr niedlichen, wie ich finde, und schönen Käfern, die in verschiedenen Farben leuchten, je nachdem, wie ihr die Verpackung halt dreht. Das ist nicht für jeden etwas. Also viele hat das auch gar nicht angesprochen, denn viele mögen Käfer nicht unbedingt oder so Insekten und Krabbeltierchen. Ich finde das gut. Also es ist halt Heathers Kollektion und das spricht halt ihren Namen, das schreit ihren Namen und das passt perfekt zu ihr. Mensch, nochmal von vorne. Das passt einfach perfekt, finde ich, was sie hier kreiert hat mit Unearthly Cosmetics. Wenn ihr das aufmacht, ist das so wie so eine Art Buch. Hier seht ihr nochmal ganz groß geschrieben Resurgence und hier unten nochmal Heather Austin in Kooperation mit Unearthly. Und das erwartet euch im Innern. Ich kann jetzt gar nicht sehen. Ich gucke jetzt mal hier so drüber. Normalerweise sind jetzt hier noch Umverpackungen, die habe ich jetzt aber entfernt. Also genau in dem gleichen Design habt ihr halt drei Pappverpackungen. Nicht weiter spannend. Hier oben habt ihr ihren Lipgloss. Omen heißt der. Zeige ich euch gleich noch die Highlighter-Palette. Ein Duo, zwei Töne also. Und natürlich das Highlight, ihre Lidschattenpalette. Surgeons bedeutet im Übrigen wieder aufleben. Ich habe es gerade mal gegoogelt, konnte ich jetzt so ad hoc gar nicht beantworten. Aber das fängt dieses ganze Insektenthema meines Erachtens nach sehr gut ein. Wir fangen jetzt mal an mit dem Lipgloss. Ihr seht das natürlich auch in Action in den Tutorials gleich. Aber ich möchte es euch nochmal im Einzelnen zeigen. Denn hier wurde einfach wirklich sehr viel Wert auf das Detail gelegt. Hier oben seht ihr nochmal so einen Käfer. Seht ihr das? Ja, ich glaube. Und hier sind halt auf der Umverpackung so holographisch diese kleinen Käfer mit eingearbeitet. Und der Lipgloss ist einfach wunderschön. Sehr Nude Farm. Omen heißt der, wie gesagt. Also Nude Farm nicht unbedingt. Er hat jetzt keinen Braun- oder Rosaton, aber er ist relativ neutral im Vergleich zu der Highlighter- und der Lidschattenpalette. Deswegen sagte ich hier das Wort neutral. Er riecht genauso wie die anderen Lippenprodukte von Unearthly, die ich jetzt mir geholt habe. Ich würde die Farbe als holographisch bezeichnen. Transparent holographisch. Also die Base ist auf jeden Fall vielleicht elfenbeinweiß und dazu gesellen sich halt viele schöne verschiedene Sparkles, die das Ganze holographisch erscheinen lassen. Ihr habt hier so einen Hufeisenapplikator, super schön weich. Und hier seht ihr mal den Lipgloss in Action. Ich trage ihn auch gleich noch auf den Lippen auf. Dann seht ihr das da noch ein bisschen besser. So, weiter geht es. Highlighter-Palette. Hier habt ihr zwei Stück, wie gesagt, Highlighter-Duo. Und so sieht das Ganze aus. Das sind die zwei Farben. Schaut mal, hier seht ihr den Shift von diesem Ton. Das müsste Renewal sein. Und das ist Rebirth. Ja, Renewal hat auf jeden Fall Grünanteile mit drin. Der Hauptton ist aber ein Rot, wie ihr das seht, rotbraun und das sieht man auch auf der Haut, ein Spiegel. Ich würde sagen, das eignet sich als Highlighter-Ton vor allen Dingen für dunklere Häutchen, also bei mir als Highlighter schwierig. Ich habe das dann meist so als Blush-Lighter genommen und das ist aber ein geeigneter Highlighter-Ton. Man könnte vermuten, dass der vielleicht auch einen grünen Anteil hat, hat er aber leider nicht. Er hat einen Rotanteil. Da bin ich nicht ganz so der Freund von. Ich mag wirklich, wenn dann blau, lila, grünstichige Highlighter-Shifts und nicht so rötlich. Ich mag das einfach nicht. Das ist so eine persönliche Präferenz. Dennoch sieht das Ganze schick aus. Ne? So, das ist das Highlighter-Duo und wir kommen zur Lidschattenpalette.
So sieht sie aus, genauso wie die anderen Produkte auch, mit den schönen Insekten drauf. Und ihr könnt diese auch aufklappen wie ein Buch. Und dann habt ihr hier die Shades. Wie viel sind es eigentlich? 3, 6, 9, 12. Ihr habt also eine 12er Lidschattenpalette mit einem Spiegel und verschiedene Farben, wie ihr seht, und Texturen. So, dann kommen wir mal zur Lidschattenpalette und meinen ersten Eindruck. Ich sage euch ein abschließendes Fazit am Ende des Videos. Mein erster Eindruck war erstmal, schwierig. Denn ich empfinde diese Palette als sehr bunt und zusammengewürfelt. Es fällt mir schwer, wenn ich sie so sehe, direkt mir vorzustellen, ja, das mache ich damit. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen denke ich, dass viele auch davor zurückgeschreckt sind, hier zuzuschlagen, denn ich weiß, viele da draußen sind Make-up-Indie-Brands-Lovers. Aber viele haben hier nicht zugeschlagen und ich kann euch auch verstehen. Denn es ist auf den ersten Blick nicht einfach, damit irgendwie was zu kreieren. Allein schon im Kopf, da geht das ja meist los, dass man sich überlegt, was mache ich? Das fiel mir auch schwer. Aber nach dem ersten Look habe ich gedacht, wow. Das hätte ich nie erwartet, dass die Farben so schön miteinander kombinierbar sind, wie mein erster Eindruck halt erst war. Der war nicht so. Und ich dachte, oh, kaufe ich mir das nicht? Aber dadurch, dass ich Heather Austin einfach total feiere, ihren Kanal liebe, ihre Videos suchte nahezu, war das für mich ein Muss, sie einfach zu unterstützen. Und es hat sich gut und richtig angefühlt. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Und jetzt bin ich auch froh, dass ich es habe. Aber es war am Anfang nicht einfach. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal mit den Tutorials. Ich habe euch ein Reel dazu schon abgedreht, beziehungsweise hier als Short auch hochgeladen. Wenn nicht, schaut mal bei Instagram vorbei. Der erste Look war sehr smoky. Ich kann euch das Reel hier auch gerne mal einblenden, dann könnt ihr das sehen. Da habe ich mich eher in der oberen Reihe hier ausgetobt und auch mit diesem Ton, der sehr, sehr schön ist, wunderbar pigmentiert, der zaubert richtig viel Helligkeit und Dimensionen in das Augen-Make-up und getoppt habe ich das Ganze dann mit einem Highlighter-Ton aus ihrem Duo für das Inner Corner Highlight. Den Look fand ich so schön, also der hat mich komplett geflasht, hätte ich niemals gedacht und das Blau habe ich auch verwendet dafür, ihr seht das ja jetzt in dem Reel und im Endeffekt ist das ein richtig toller erster Look mit dieser Palette geworden und jetzt möchte ich euch in dem heutigen Video nochmal zwei komplett andere Looks zeigen, vielleicht etwas softeres und dann nochmal ein bisschen was wilderes. Mal gucken, was am Ende bei rauskommt, ich weiß es an dieser Stelle noch nicht. Was ich abschließend sagen möchte, was ich schwierig finde für mich persönlich aber, ist dieser Ton hier unten. Denn ich mag persönlich Rot einfach nicht. Ich finde, ich bin nicht so ein Rottyp. Und da fällt es mir auch sehr schwer, Rot in einem Augen-Make-up mit zu integrieren. Deswegen weiß ich nicht, ob ich diesen Ton überhaupt verwenden werde. Aber mein J, damit kann ich auch leben. Weil allein dieser Ton, dieser ist auch schön, der und die reißen das dann auch wieder raus. Deswegen lasst uns jetzt mal anfangen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir starten jetzt mal und versuchen dieses Neongrün soft einzusetzen. Das ist halt immer die Schwierigkeit. Womit starte ich in dieser Palette? Ne? Es gibt ja kaum was Neutrales, womit man dann erstmal so anfangen kann. Und das ist schon eine Herausforderung, ne? Aber wie ihr seht, schaut mal, dieses Grün ist ja doch recht soft, wenn man damit soft anfangen will. Wenn man jetzt einen fester gebundenen Pinsel nehmen würde, dann hätte man wahrscheinlich direkt dieses Neongrün, aber das wollte ich ja jetzt an der Stelle nicht. Ich möchte nämlich eigentlich auf dieser Seite heute mal etwas Softes kreieren. Mit Schimmer natürlich, aber dennoch etwas softer halt. Und nicht so bam in your face. Das mache ich jetzt auch noch am unteren Wimpernkranz. Ich nehme auch den gleichen Pinsel dafür und verteile mir das hier unten auch noch. Ich war natürlich gerade so im Game drin, dass ich mir direkt auf dem zweiten Auge den Ton auch noch aufgegeben habe. Da wollte ich ja eigentlich einen anderen Look kreieren. Hallo Kamera. Aber ich habe das jetzt so ein bisschen abwischen können mit einem Papiertuch. Was ist eigentlich mit der Kamera los? Hallo, ich bin hier. Wir machen jetzt erstmal weiter mit... Was ist denn hier los?
mit dem ersten Schimmerton, und zwar Solar Symbol. Den möchte ich mir unbedingt aufs Lied geben. Der steht für sich. Schaut euch mal diesen schönen Ton an. Ein Duochrome mindestens, ja, aus Gelb, Gold, Grün. Ich zeige euch den mal am Finger. Buttrig weich und einfach eine tolle Textur und ein wunderschöner Shift, ne? Und den knallen wir uns jetzt einfach mal direkt aufs Lied, ohne Primer drunter, ohne sonst was. Einfach nur für einen Hauch Sparkle. Und das funktioniert schon. Und ich verblende mir das Ganze jetzt nochmal etwas mit dem Pinsel, den ich als erstes genommen habe, mit dem Grünton. Und verstreiche das hier unten nochmal ein bisschen. Das ist der hier. Das ist kein matter weißer Ton. Denn auch hier habt ihr Sparkle mit drin. So eine Art Satin-Ton mit leichten goldgelben Schimmerpartikeln. Buttrig weich ist der, aber der hat unglaublich viel Power. Denkt man im ersten Moment vielleicht gar nicht so, aber doch. Da wirst du überrascht von der Luzi. Ich nehme mir so einen kleinen Pencilbrush. Bin ich schon wieder gelb? Ach, schön. Gehe in Live und pack mir den ins Inner Corner. Siehst du das? Wie schnell das geht? Mit dem Aufhellen. So stellt man sich einen weißen Ton vor. Ist aber nicht selbstverständlich, dass Weiß so gut pigmentiert ist. Es deckt ja sogar meine Augenringe ab. Das muss in den Lidschatten erstmal leisten. So, ihr Süßen, das ist der erste Augen-Make-up-Look, beziehungsweise der zweite, den ich mit der Palette kreiert habe. Meine Wimpern geben zurzeit irgendwie nicht besonders gut Vollgas. Ihr seht teilweise Lücken. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die müssen sich auch erstmal wieder regenerieren von was weiß ich. Keine Ahnung, was mit denen gerade los ist. Da werde ich jetzt auch bald mein neues Augen-Wimpern-Serum ausprobieren von Olaplex. Und ich hoffe, das kann mir da ein bisschen helfen. Seht ihr das hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal nur meine Wimpern getuscht und habe mir den Look finalisiert mit diesem wunderschönen Makrotech Eye Crayon in der Farbe Camu Camu von Natasha Denona. Ein superschöner, pigmentierter, weicher Kajal in einem Neon-Gelb-Grün. Fand ich jetzt sehr passend dazu. Und die Dimension von diesem Ton Solar Symbol ist der Shit. Echt heftig, ne? Also die Shifts gefallen mir sehr, sehr gut und auch dieser weiße Satin-Ton. Ein sehr einfacher, simpler Look ohne viel Shishi. Und wir werden jetzt mal gucken, was hier passiert. Ihr seht da jetzt diesen grünlich-gelben Shift, weil ich, wie gesagt, da auch angefangen habe, das Augen-Make-up zu zaubern wie hier, so wie ich es halt gewohnt bin. Aber ich wollte euch ja hier noch einen anderen Look zeigen. Damit fangen wir jetzt an. Starten mal mit einer Base, die ich jetzt brauche, weil ich möchte mich in diesem Bereich jetzt hier austümmeln. Wir nehmen Cerambus. Diesen grau-lila Ton werde ich mir jetzt erstmal mein Lid sozusagen sitten, um das Grün jetzt hier so ein bisschen wegzuzaubern. Das ist ja also wirklich, da war ich mal wieder so in Gedanken, dass ich da völlig fernab war und einfach gemacht habe. Ja, man ist dann so in seiner Routine drin. Aber ich wollte euch mit dieser Palette, Kollektion besser gesagt, nicht nur einen Look zeigen, sondern ein bisschen was mehr hier bieten und Abwechslung reinbringen. So, das hat schon mal wunderbar geklappt, wie auch bei meinem ersten Look, wo ich den verwendet habe. Und auch an den unteren Wimpernkranz damit, dass wir hier eine stimmige Base haben. So, Freaks, wir sind jetzt mal mutig und gehen in diesen Pinkton. Pink, Fuchsia. Auf jeden Fall trägt er den Namen Nymph. Ich habe etwas im Kopf, was ich jetzt machen möchte. Weiß aber nicht, ob das klappt. Wir werden es mal sehen. Ich möchte in eine Art Richtung Halo Eye gehen. Dazu braucht man natürlich innen und außen eine etwas dunklere Farbe. Und das versuche ich mir jetzt hier zu kreieren, indem ich das innen aufbaue und außen. So, ich streiche das so ein bisschen nach oben und gehe damit auch in die Lidfalte und verbinde die beiden
Colorblöcke miteinander quasi. Seht ihr ja, ne? Wie in so einem kleinen Halbkreis hier tupfe ich das so lang hin. Und dadurch verblende ich das gleichzeitig leicht. Also von verblenden kann man nicht wirklich sprechen, aber es entsteht schon ein softer Übergang zu dem Basiston, den ich davor aufgetragen habe. Dadurch verliert das Pink nach außen an Farbkraft und es entsteht ein Farbverlauf einfach und das Ganze wirkt harmonischer. Man nimmt und an den unteren Wimpernkranz. Aber da jetzt komplett. Da mache ich jetzt keine Lücke. Da habe ich jetzt einfach keinen Bock zu, ne? Kommt jetzt hier. Mit diesem Grau-Fliederton zusammen ergibt das so einen soften Blau-Effekt jetzt mit diesem Pink da drüber. Das gefällt mir sehr gut. So. Jetzt kommt nämlich der Ton, den ich unbedingt noch verwenden will. Transformation. Das ist dieser Schimmerton hier. Der schreit Heathers Namen, der schreit meinen Namen. Und den kicken wir uns jetzt nochmal an. So, nun sage doch mal was dazu, ne? Junge, bist du schön. Du kommst jetzt aufs Auge. Ohne Glitter Primer. Wir haben ja gesehen, dass das sehr gut funktioniert mit den Shades von Unearthly. Also machen wir das jetzt nochmal. Rieselt nicht runter. Das ist schon mal gut. Das wäre jetzt sonst doch echt nicht so schön. Da sitzt doch schon. Und kiekt. Ich intensiviere mir den Ton, indem ich einfach nochmal drüber gehe und mit dem Finger drüber reibe. Da habe ich jetzt ein bisschen Fallout. Damit kann ich aber leben. In der Corner habe ich mir jetzt auch wieder vorbereitet mit dem Ton Live natürlich aus der Palette und wage jetzt mal was ganz Verrücktes. Und zwar nehmen wir jetzt mal den Highlighter-Ton als Inner Corner Highlight Renewal, der ja so einen schönen Shift hat. Ihr habt den zwar schon gesehen in den Swatches, aber ich zeige ihn euch jetzt hier nochmal. Ich würde sagen, der hat eine andere Textur als der zweite Highlighter-Ton. Dazu sage ich am Ende des Videos nochmal was. Mal in welchen schönen Shifts der daherkommt. Goldgrün, metallisch. Da werde ich mir jetzt den Pencil Brush nehmen, in den Ton reingehen und es sieht so aus, als wenn der so funktioniert. Der andere ist etwas trockener und bröseliger von der Textur her. Der hier ist weicher und softer, buttriger, zart schmelzender. Ich probiere das jetzt erstmal ohne den Pinsel anzufeuchten, mir den hier reinzusetzen. Ich sehe ihn. Ich glaube aber, mit einem angefeuchteten Pinsel würde der noch mehr Wumms haben. Das machen wir jetzt also. Gehe nochmal rein, feuchte mir den jetzt nochmal an. Und dann probiere ich das Ganze nochmal, um einfach mehr Farbintensität zu zaubern. Jo, also es wird sofort metallischer. Ich habe mir auch das zweite Augen-Make-up jetzt finalisiert mit einem Kajal-Pencil von Urban Decay 24/7 Glide-on-Eye-Pencil in der Farbe Psychedelic Sister. Ein lila Schimmerton einfach nur und Mascara. Das war's. Und jetzt kommen wir zum Highlighter-Duo und dem Lipgloss. Schießen wir also mal los. Ich würde sagen, ich gehe vor wie beim allerersten Look, den ich kreiert habe. Renewal gebe ich mir als Blush auf die Wangen, aber wirklich nur ganz soft. Das ist halt kein Blush, es ist ein Highlighter. Aber er enthält ja eben halt auch diese grünen, roten, vor allen Dingen roten Sparkle-Anteile. Deswegen kann man das ruhig mal als Blush-Version verwenden. Könnt ihr das schon sehen? Ich hole euch gleich auch nochmal näher ran. Dann könnt ihr beide Augen-Make-ups in Kombination nochmal mit allem drum und dran sehen. Also der hat schon einen schönen Shift. Hat er einfach. Jetzt habe ich nur den aufgetragen. Hier in dem Bereich könnt ihr das hoffentlich ganz gut sehen. Und hier. Der Shift ist schon schön, ne? Also da kannst du echt nicht meckern. Wir machen jetzt aber mal mit dem Star des Moments weiter. Rebirth. Ich habe euch ja schon zur Textur was gesagt. Der ist schon recht grob. Schaut mal hier. Beim Pinsel könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen, wie so die Flocken da so rauskommen, ne? Also der ist nicht soft. Der hat schon, der macht Krawall. Und er hat
auch diese roten Schimmeranteile drin. Und wenn ich den jetzt so auftrage, muss ich sagen, sehe ich kaum einen Unterschied zum Ton Renewal. Kaum. Oder geht das bloß mir so? Er ist heller. Hat auf jeden Fall mehr Rosa-Anteile drin. Lila-Rosa. Aber von der Performance ist es schon ähnlich so vom Finish. Also das ist ja verrückt hier. Okay. Wir machen jetzt mal alles komplett fertig mit dem wunderschönen Gloss Omen. Den habe ich jetzt schon getragen des Öfteren. Und dazu kann ich euch eigentlich nur eins sagen. Der ist fantastisch. Der hat eine ganz tolle Textur. Der klebt nicht. Und man sieht den Sparkle intensiv, den der einfach hat. Das sind keine groben Glitzerstücke. Das ist wirklich einfach sehr schöner Schimmer. Der duftet einfach herrlich, süßlich, fruchtig. Fantastisch. Und auch der hat vor allen Dingen lila-rotstichige Schimmerpartikel. Schaut euch das doch jetzt mal an. Und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das so findet. Jetzt zeige ich euch wie immer beide Looks in der Nahaufnahme und ihr könnt das Ganze mal auf euch wirken lassen. Kommen wir also zu einem kleinen Fazit. Zum Lipgloss habe ich euch schon genug gesagt, finde ich absolut fantastisch. Das Highlighter-Duo wird jetzt nicht mein liebstes Highlighter-Duo aus den genannten Gründen, weil ich eben halt diese rotstichigen Untertöne nicht so mag, das präferiere ich nicht so ganz einfach, was meine Vorlieben angeht oder vielleicht auch matcht das mit meiner Hautfarbe einfach nicht so. Ich mag es an mir einfach persönlich nicht, das war für mich aber kein Grund, das nicht auszuprobieren, denn ich wollte ja die Unearthly-Qualität einfach mal testen, auch was die Highlighter angeht. Die haben nämlich auch andere im Angebot. Dennoch aber ein gelungenes Schätzchen in meinen Augen. Die Texturen sind okay. Der eine Highlighter funktioniert in meinen Augen ein bisschen besser von der Textur als der andere. Hatte ich euch aber auch schon gesagt. Und es überrascht mich, dass die beide zusammen so aufgetragen, so ähnlich aussehen. Das ist mir bei meinem ersten Look gar nicht so aufgefallen. Das ist mir vor allen Dingen jetzt das erste Mal so ins Auge gestochen. Die Lidschattenpalette. Es ist und bleibt eine Herausforderung. Da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Viele hatten mir schon gesagt, nee, das werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Irgendwie finde ich die schwierig und das mit diesen Käfern ist auch nicht so meins. Ich finde die Käfer fantastisch. Ich finde das Packaging fantastisch. Diese gold-grünen, gelben Töne, Silber sind voll mein Ding. Ich habe eine andere Farbfamilie erwartet für die Umverpackung. Man hat ja so Assoziationen, wenn man die Umverpackung sieht und dann rechnet man ja auch mit einem dementsprechenden Inhalt. Aber dennoch ist das, schreit das auch nach Heather. Ne? Das darf man nicht vergessen. Es ist ja eine Kooperation mit ihr. Und sie liebt eben halt solche Töne hier vor allen Dingen. Ne? Das ist so voll ihr Ding. Multichrome, Schimmer, buttrig. Verschiedene Farbnuancen, verschiedene Texturen. Und das hat sie in dieser Kollektion wunderbar aufgegriffen in meinen Augen. Und dafür ist das vollkommen gelungen und in Ordnung. Die Qualität ist gut, bis sehr gut, würde ich sagen. An einigen Tönen ist mir aufgefallen, dass die doch runterrieseln und man eher einen Glitterprimer nehmen sollte. Das muss ich nicht bei allen Glittertönen, was so den Make-up-Indie-Brand-Markt angeht. Aber dennoch werde ich mir von Unearthly weitere Produkte ansehen und auch kaufen, denn diese Palette ist vollkommen gelungen und in Ordnung. Es ist und bleibt aber eine Herausforderung, damit was zu kreieren. In diesem Sinne freue ich mich darauf, wenn ich mit den anderen Unearthly Cosmetics Produkten noch spielen darf. Ich freue mich an dieser Stelle aber, dass ihr mit dabei wart. Lasst mich mal eure Gedanken zu dem Haul, zu der Kollektion gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich drauf, bleibt gesund und munter, bis zum nächsten Video. Was bald sein wird. Wer bis hierhin geguckt hat,
bekommt jetzt noch ein kleines Dessert quasi. Ab nächster Woche startet mit 6 atemberaubenden Mädels, inklusive mir 7, eine wunderbare YouTube-Woche. Euch erwarten an 7 Tagen 7 nice Full-Face-Videos mit jeweils einer Drogerie-Brand-Marke. Die mit dabei sind Katja vom Kanal Miss Katie, lasse ich euch auch alles unten in der Infobox. Kati vom Kanal Contra Junkie, meine Wenigkeit am Mittwoch mit der Marke Essence. Donnerstag seht ihr dann auf Nicoles Kanal Chiquita's Place die nächste Drogeriemarke. Ich verrate euch das an der Stelle noch nicht, lasst euch da einfach mal überraschen. Am Freitag seht ihr dann Steffi vom Kanal Steffi Loves Beauty. Am Samstag ist Claudi vom Kanal Claudis Welt dran. Und den Abschluss macht die liebe Nina vom Kanal Ninas Kosmetik. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der nächsten Woche mit den Videos. Lasst uns ordentlich viel Liebe da und ich wünsche euch nun noch einen ganz zauberhaften Tag. Bis nächste Woche. Ciao.